So, halli, hallo, hallöle, ich bin's wieder, der Gronkh. Natürlich nicht, ich bin der Bloxy und ja, ich wollte mich mal wieder melden, einmal ein Video machen, da ich immer noch Abonnenten habe, warum auch immer. Ja, wollte ich mal gucken, wer das Video jetzt noch sehen wird. Ich wollte einfach mal zeigen, so was ich im Moment für Games noch zocke. Wie zum Beispiel das, was ihr im Hintergrund seht, Gauntlet. Ist jetzt ein neues Update wieder rausgekommen, ein paar Sachen erneuert, Waffen, die bestimmte Fähigkeiten haben, also wodurch man irgendwelche anderen Kräfte hat. Ja, ist schon ganz lustig. Ja, bei mir, was gibt's da so Neues? Nicht viel, ich ziehe um. Im Moment auch wenig Zeit, viel Arbeit. Ja, Kinder geht's auch gut. Alle heil auf. Ja, dann schauen wir mal rein. So, wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, was ich so zwischendurch zocke. Wie hier zum Beispiel Gauntlet. Ich spiele gerade im Multiplayer mit zwei anderen Leuten. Und die ich natürlich nicht kenne. Ich habe ein schnelles Online-Spiel gestartet vorhin. Und ja, so sieht es jetzt aus. Wir kommen aber gut voran. Ist normal eingestellt. Nicht leicht. Macht doch am meisten Bock. Ich spiele aber gerne schwierig. Da muss man nämlich ein bisschen mehr aufpassen noch. Ich spiele die Necromancer. Bin auch gut ausgerüstet. Also ich habe mit der Relikt auf Stufe 3 und einen schönen Talisman. Ist auf jeden Fall lustig. Viele Gegner, die immer wieder neu spawnen, wenn wir nicht die Skelettteile da kaputt machen. Und ja, basiert ja auf dem alten Prinzip des Gauntlets vom C64 noch. Deswegen habe ich mir das auch geholt. Ich kenne das nur von früher. Natürlich nicht so. Und nach dem Update, nach dem Patch haben sie auch richtig gut düster gemacht. Das ist noch viel geiler. So, was spiele ich immer noch? 7 Days to Die. Ich habe nach dem Update neu angefangen wieder. Das ist jetzt ein Singleplayer, nicht Multiplayer. Macht Multiplayer natürlich mehr Bock, aber zum Ausprobieren hatte ich das hier gemacht. Bin dann dooferweise in der Wüstengegend gelandet und die ist auch ziemlich groß, deswegen warte ich mal auf das nächste Update, dann fange ich nochmal neu an. Sonst spiele ich immer zwischendurch Multiplayer, das macht auf jeden Fall auch Bock, vor allem irgendwelche anderen Leute auszunehmen oder die nachts zu überfallen, wenn sie gerade nicht ihre Base so gut ausgebaut haben. Es macht einfach Bock mit einem scheiß Woodbow den Zombies in den Kopf zu schießen. Die Grafik ist bei mir hier ein bisschen runtergeschraubt. Obwohl das hier nicht auffällt. Denn mit der Fraps-Aufnahme noch nebenbei ist das ein bisschen ruckelig, glaube ich. Sonst würde das sein. Aber macht ja nichts, auf jeden Fall. Wie gesagt, 7 Days to Die spiele ich auch noch. Und ja, was ihr hier seht, ist Lego Worlds. Captain Hook lässt grüßen. Nein, ist er leider nicht. Wäre natürlich cool. Soll ja noch einiges kommen hier von wegen Charakteren und so und eventuell auch vielleicht Batman und sowas, wünschen sich viele Marvel Charaktere und so. Hier könnt ihr viel erkunden, viel freischalten, selber bauen, aus dem Lego Creator vieles einfügen auch, vorgefertigte Sachen, die andere schon mal gemacht haben, ist vieles möglich. Ja, hier seht ihr einen Neandertaler Charakter, den findet ihr eigentlich ziemlich schnell. Man kann hier Vögel fliegen, Ziegen reiten, ach, alles mögliche. Wie gesagt, bauen könnt ihr auch aus den vorgegebenen Klötzen, alles mögliche. Im nächsten Update wird das ein bisschen verbessert mit Kopieren, Einfügen und sonstigen Müll. Hier baue ich gerade einen Wackelpudding, der ist schon vorgefertigt. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, selber Sachen bauen, sogar hochstellen, das anderes runterladen können. Aber das geht jetzt noch nicht hier rüber. Ich weiß nicht, ob das schon in dem Steam, wie heißt das? Workshop schon drin ist. Ich glaube nicht. Soll aber irgendwie später mal kommen, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Ja, dann spiele ich noch Rampage Knights. Also ein Indie-Game, Side-Scrolling. Ich habe hier gerade einen fliegenden Teppich, deswegen kann ich auf der schwarzen Fläche in der Luft auch fliegen. Normalerweise, wenn man dann keinen hat, geht das natürlich nicht. Außer man hat diese fliegenden Schuhe. Ist ein lustiges Game. Zu zweit macht es natürlich mehr Bock. Kann man auch nur zu zweit im Koop spielen. Lokaler Koop gibt's, den gibt's im Moment auch schon. Habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Giftpfeile, ja, damit kann man Leute vergiften. Die Skelette natürlich nicht. Hier könnt ihr Truhen, müsst ihr knacken.
Da sind immer ganz viele gute Sachen drin, manchmal auch nicht. Kommt auch was für eine Kiste, ganz Goldkiste. Gibt es bessere Sachen? Oh, da habe ich ein Magic Relikt, damit kann ich mich teleportieren. Gibt es natürlich auch andere Sachen, Käfig und ach, also Müll. Irgendwelche Geschosse, die fliegen und ach, alles Mögliche. Hier könnt ihr auch Ass Diseases kriegen oder es kann der Almighty Food kommen oder was weiß ich, so richtige, wie heißen die? Diseases. Irgendwas, womit ihr zu kämpfen habt, das für euch schlecht ist. Könnt ihr euch auch entscheiden, ob ihr die nehmt, ob ihr die nicht nehmt. Manchmal hat irgendwas, was gut ist und was schlecht ist. Ist auf jeden Fall ein Game, was man ja, mögen muss oder auch nicht. Ja, mir hat's Fun gemacht. Habe ich auch schon ein paar Mal mit Kollegen gezockt. Und ja, ist lustig. Vor allem, wenn man versucht, wirklich bis ans Ende zu kommen, was nicht ganz so einfach ist, ohne kaputt zu gehen. Singleplayer sowieso noch härter. Im Multiplayer kommt der andere Spieler als Geist wieder und so nach bestimmten Kills, die man macht, kann er dann wieder beitreten. Deswegen ist das im Multiplayer sogar noch einfacher. So, hier, Craft the World habe ich mir vor kurzem erst gegönnt. Das heißt gegönnt, es hat glaube ich nur 2 Euro noch was gekostet oder irgendwie sowas. War im Sale. Ich wollte das schon längere Zeit haben. Ich fand das irgendwie lustig. Hier habt ihr Zwerge und beauftragt sie irgendwelche Sachen abzufarmen, zu bauen, zu craften. Hier die Bäume zu fällen und so ein Müll, damit ihr die Ressourcen habt, um irgendwelche anderen Sachen zu machen. Zwischendurch kommen Monsterwellen, die ihr bekämpfen müsst. Ja. Alles im All ein Spiel, was zwischendurch Spaß macht. Man kann dann nebenbei Fernsehen gucken oder sonst irgendwas machen. Das ist ganz lustig. Und so geht's immer weiter. Ihr könnt eure Zwerge ausrüsten. Erstmal mit Holzrüstung, die ihr natürlich erstmal nur habt. Später, wenn ihr in dem Fertigkeitsbaum weiterkommt, könnt ihr natürlich auch Eisenrüstung machen und so Müll. Ist schon ganz lustig. Meine haben hier komplette Eisenrüstung. Ich habe hier auch schon Fahrstühle. Ich habe, ja, alles Mögliche. Sind dementsprechend stark. Ihr könnt die ausbilden zum Müller, Krieger, was weiß ich, Bergarbeiter, damit jeder seine speziellen Fähigkeiten hat. Andere können natürlich auch vieles machen, auch wenn sie nicht die Fähigkeit, die Fertigkeiten haben, aber die anderen sind natürlich dann schneller. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ihr könnt hier natürlich auch Lampen bauen, ihr müsst euer Gebiet abstecken sozusagen mit, wie heißen die Teile noch, keine Ahnung, auch sowas wie Relikte. Die begrenzen dann euer Dings, die erweitern euren Bereich, in dem ihr baut. Das muss ein geschlossener Bereich sein, sonst wird er nicht als euer Haus anerkannt sozusagen. Und dann werden die Zwerge nicht schlafen gehen, nicht essen gehen, wenn das nicht der Fall ist und ja, so ist das. Diese Relikte, die geben euch auch vor, was für ein Komfort euer Zuhause hat. Je mehr Schränke und sowas ihr da drin stehen habt und Betten und was weiß ich alles, Verzierungen und sowas, umso besser fühlen sich eure Zwerge, umso wohler. So, hier kämpfen sie gerade gegen Insektennest. Wenn ihr alle Insekten besiegt habt, ist das Nest auch weg. Ja, jetzt ist gerade einer runtergefallen. Oh Gott, ja. Macht auf jeden Fall Fun. Ist lustig. Game für zwischendurch. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ja, gut. Das Video wird gleich schon zu Ende sein. Und ja. Ich bedanke mich an alle Abonnenten, die immer noch da sind. Ja, das mache ich halt zwischendurch. Ansonsten am Arbeiten, jetzt demnächst am Umziehen. Ich habe eigentlich vor, demnächst mal wieder ein bisschen auf den TS zu kommen. War ich auch schon länger nicht. Wie gesagt, die Zeit fehlt im Moment. Und in den nächsten 2 Monaten, da werde ich dann umziehen. Und ja, so ist das. Aber man sieht sich, man hört sich. Und das war's.